genug Häme geben, es wird genug Spott geben. Man muss aber eigentlich sagen, zu Recht, das ist doch einfach nur peinlich. Ja, ich habe bei der Niederösterreich-Wahl einmal gesagt, als die SPÖ quasi, obwohl die ÖVP so viele Stimmen verloren hat und die FPÖ Stimmen dazu gewinnen konnte und die SPÖ auch noch Stimmen verloren hat, dass das eigentlich ein Armageddon für die SPÖ ist. Aber das ist es wirklich ein Armageddon. Also das ist wirklich wie ein Satelliteneinschlag, wo quasi fast alles vernichtet wird. Also es ist wirklich schlimm für die Partei und wir rufen gerade viele Parteifunktionäre in der Redaktion gerade durch und es gibt eigentlich keinen, der nicht schockiert ist und sagt, das ist peinlich, das ist frustrierend, weil natürlich, wie oft wird in der Partei, also in der Politik der Satz verwendet, zählen Sie auf uns, also das kann die SPÖ ab heute nicht mehr behaupten, weil sie kann nicht einmal auszählen. Absolut, ja, auch der Satz, die Richtung stimmt, kann man nicht mehr anwenden, weil man weiß mittlerweile gar nicht mehr, in welche Richtung will jetzt die SPÖ. Hans-Peter Doskozil wäre doch ein bisschen mehr auch Mitte rechts, hat auch die Koalition mit FPÖ, ÖVP ausgeschlossen. Andreas Babler ist aber ganz anders, der wird jetzt eher wieder die linke Babel anschließen, aber abholen, meine Frage ist aber, wird die SPÖ jetzt überhaupt noch eine Rolle spielen bei den nächsten Wahlen? Also nach diesem Debakel müsste der Andreas Babler, der kann sehr mitreißen, das hat man auch am Parteitag gesehen und eigentlich jetzt im Nachhinein gesehen, verwundert mich dieses Ergebnis nicht, weil eigentlich spiegelt das Ergebnis eigentlich die Stimmung am Parteitag wider. Hans-Peter Doskozil hat eigentlich eine sehr emotionslose Rede gehalten, die ganz wenig begeistern konnte. Es, glaube ich, es gab überhaupt nur dreimal Zwischenapplaus und ich weiß noch, dass ich gepostet habe während des Parteitages, also wenn es nach einem Zwischenapplaus geht, hat Andreas Babler die Wahl gewonnen. Also es war einfach, er hat sofort Standing Ovations bekommen, die Leute oder die Delegierten waren von ihm begeistert und es war dann eigentlich überraschend, dass Hans-Peter Doskozil da doch zwar mit sehr knapp, aber den Vorsprung halten konnte. Offensichtlich hat sich's tatsächlich gedreht und vielleicht waren auch noch einige unsicher und diese mitreißende Rede von Andreas Babler hat dann den Ausschlag gegeben. Tatsache ist aber schon, dass die Delegierten jetzt eigentlich das Ergebnis der Mitgliederbefragung, auch wenn das sehr knapp war, aber das war auch ein knappes Ergebnis, auch in die umgekehrte Richtung, ja, gedreht haben. Also es ist jetzt eigentlich der Zweitplatzierte, der Erstplatzierte gewesen. Obwohl Hans-Peter Doskozil immer gesagt hat, man müsste dieses Ergebnis auch schon bei der Mitgliederbefragung akzeptieren. Er war ja nicht wirklich dafür, dass Andreas Babler antritt. Jetzt, im Nachhinein gesehen, wäre es gut gewesen für Hans-Peter Doskozil, er wäre nicht angetreten. Es gibt aus dem Burgenland auch schon Reaktionen, zum Beispiel SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der gratuliert Babler auch auf Twitter. Was ändert sich denn jetzt im Burgenland bei der SPÖ? Wird sich da etwas ändern? Nein, also da wird sich nichts ändern. Im Gegenteil, ich glaube, dass die Burgenländer für ihren Landeshauptmann jetzt noch mehr Sympathien haben werden, weil das natürlich emotional gesehen, ich habe jetzt auch mit dem Büro telefoniert von Hans-Peter Doskozil und dann hat man schon an der Stimme gehört, dass da mit den Tränen gekämpft wird. Ich glaube, dass ihm da auch viele Sympathien zufliegen werden, dass er eigentlich so das mitmachen musste, das wünscht man natürlich niemanden. Also nicht einmal, glaube ich, den ärgsten Parteifeind. In Kürze, habe ich gerade gehört, gibt es auch eine Pressekonferenz von Andreas Babler. Auch auf die werden wir live schalten und sind gespannt, was er uns zu sagen hat. Jetzt sind natürlich auch Gerüchte im Raum, dass es hier vielleicht eine bewusste Manipulation war. Die Leiterin der Wahlkommission, Michaela Grubeser, weiß man ja, dass sie eher ins Lager von Hans-Peter Doskozil oder eher mehr Sympathien für Hans-Peter Doskozil hat. Ist das berechtigt zu glauben, dass es hier wirklich Manipulation gibt oder war das wirklich einfach ein blöder Füller? Also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Frau Grubeser ist jetzt quasi in ihr Image so angeschlagen und sich quasi Wahlmanipulation dann vielleicht am Ende unterstellen lassen zu müssen. Also ich glaube, es wäre jeder, also eigentlich ziemlich dumm, wenn er dieses Risiko eingehen würde, noch dazu bei 600 Stimmen, da ist es ja wirklich leicht nachzukontrollieren, das glaube ich nicht. Ich habe das jetzt schon gehört, das wird natürlich jetzt gerne von Wolfgang Fellner gestreut, dieses Gerücht, aber Hans-Peter Doskozil hat Wolfgang Fellner auch eine offene Kriegserklärung am Parteitag ausgesprochen, also dass der jetzt quasi an diesen Gerüchten sehr großen Gefallen findet, wundert mich jetzt nicht. Das macht absolut Sinn, ja. Ja, ich habe es auch vorher schon erwähnt, dass eigentlich war das Ganze ja keine Ego-Show. Es ging jetzt nicht darum, in der SPÖ einen Ein-Mann- oder Ein-Frau-Partei aufzustellen, sondern man wollte die Sozialdemokratie wieder einen. Jemanden finden, der das auch schafft, alle möglichen Lager abzuholen. Wird Andreas Babler das schaffen und wenn ja, wie?
Also ich glaube, er wird schaffen, weil alle Funktionäre jetzt wissen, nach diesem Debakel oder Armageddon, wie ich es vorher genannt habe, was jetzt passiert ist, wenn sie sich jetzt noch quasi in große Diskussionen gegenseitig zerfleischen, dann ist es ganz aus. Also diese Partei hat jetzt wirklich nur mehr eine Chance, wenn ab sofort an einen Strang gezogen wird und da keine Stimme mehr kommt. Das hat auch der Hans-Peter Doskozilja auch gesagt und auch an seine Fans appelliert, bitte jetzt den Andreas Babler zu unterstützen, weil sonst ist auch der kleinste Funken Hoffnung, den es vielleicht noch gibt, weil Andreas Babler eben gut mobilisieren kann, ist dann weg. Also das darf die SPÖ jetzt auf keinen Fall machen. Hans-Peter Doskozil hat seine falsche Rolle eigentlich sehr ernst genommen. Er hat auch heute schon Gespräche geführt, eben in Wien, mit der Partei, eben in Wien, SPÖ-Partei. Personelle Konsequenzen weiß man nicht, ob es die vielleicht schon gegeben hat. Natürlich alles ein Chaos, auch viele Mitglieder sind ausgetreten, weil Hans-Peter Doskozil eben gewonnen hat, fälschlicherweise. Wie wird denn Andreas Babler möglicherweise das personell aufstellen? Gibt es da schon Vermutungen? Ist jetzt noch ein bisschen früh. Also ich glaube, dass die Julia Herr, die ihn ja unterstützt hat, sicher, vielleicht wird die jetzt Bundesgeschäftsführerin, dass die das Parteimanagement übernimmt. Er wird aber sicher, das muss er tun, ein Signal an das Lager Doskozil senden und einen Doskozil-Unterstützer in eine Promenade, so wie es der Hans-Peter Doskozil auch machen musste, dass er jemanden von der Babler-Unterstützerseite in eine prominente Position bringt. Das wird er jetzt auch machen. Vielleicht spricht er mit, Max Lercher hat ja angekündigt, wenn der Hans-Peter Doskozil nicht gewinnt, dann zieht er sich aus der Politik nach der nächsten Nationalratswahl auf Bundesebene zurück. Vielleicht kann man doch überreden, dass er bleibt. Ja, es ist jetzt schon wieder eine Sondersituation, wo man sagt, sie müssen jetzt wirklich zeigen, dass sie an einen Strang ziehen und vielleicht lassen sich da doch andere, die sich jetzt vielleicht im Vorfeld angekündigt haben, zurückzuziehen, doch überreden, dass sie bleiben. Ja. Andreas Babler eben gleich in einem kurzen Pressestatement. Was werden wir da, vermutest du, sehen? Überschwängliche Freude? Das wäre jetzt, glaube ich, nicht angebracht. Also so wie Hans-Peter Doskozil beim Parteitag in Linz versucht hat, nicht übermäßig zu jubeln, um Andreas Babler dann nicht zu brüskieren, der ja unten, also quasi in der ersten Reihe gesessen ist, wäre es jetzt nicht angebracht, wenn Andreas Babler da groß jubelt, sondern der muss jetzt genauso viel Größe zeigen, wie es Hans-Peter Doskozil bei seinem Statement gezeigt hat. Da muss man wieder wirklich sagen, Hut ab, wie er das gemeistert hat, welche Worte er da gefunden hat. Und mit genauso einer Größe muss jetzt Babler quasi das Ergebnis annehmen, die quasi die Hand ausstrecken zum Doskozil-Lager, sich bei Doskozil bedanken und auch für dieses Statement bedanken, das er da gemacht hat. Ja, das, also jetzt muss man Größe und Stil zeigen und nicht Jubel.